Wie fühlt es sich an, betrogen, belogen und hintergangen zu werden? Die meisten, die so etwas erleben, würden in Selbstmitleid ertrinken, nie wieder lieben können oder nicht über den Schmerz des Betrugs hinwegkommen. So erging es einem Soldat, nachdem er von seinem Einsatz wiederkam. Was er vorfand, war herzzerreißend. Wenn wir Menschen lieben, tun wir alles, um sie glücklich zu machen. Manchmal tun wir das mit kleinen Überraschungen. Auch dieser Soldat wollte nach seinem zweijährigen Dienst seiner Liebsten etwas Besonderes bieten. Er plante die perfekte Überraschung. Was ein schöner Moment hätte sein sollen, entpuppte sich als traurige Realität. Er hatte ihr nicht Bescheid gesagt, dass er bereits nach Hause kommt. Er wollte sie überraschen und dachte, es würde ein witziger Spaß sein, aber er irrte sich gewaltig. Als er nach Hause kam, läutete er an der Tür und legte eine Rose auf den Boden. Danach versteckte er sich hinter der Bepflanzung. Als seine Frau herauskam, hob sie die Rose auf. Wer könnte sie dort gelassen haben, fragte sie sich. Doch da sie es nicht wusste, ging sie wieder rein. Danach stand der Mann wieder auf, wiederholte das Schauspiel und lief in sein Versteck. Seine Frau schaute verdutzt, was da passierte. War ihr ein Streich gespielt worden? Doch was sie bald herausfinden würde, würde alles verändern. Nachdem sie mit der Blume ins Haus gegangen war, begann der Soldat mit der nächsten Runde, ihrem Lieblingskuchen. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf. Die Tür öffnete sich erneut, doch nicht sie war es, sondern ein fremder Mann, der nun dort stand. Ein Fremder, ihre Affäre. Der Soldat versteckte sich und sah ihn dadurch nicht. Die nächsten Sekunden sollten ihm eine grausige Wahrheit offenbaren. Erneut klingelte er, doch dieses Mal versteckte er sich nicht. Er hielt einen Blumenstrauß in der Hand und sein Herz raste. Er hatte sie so sehr vermisst und konnte es kaum erwarten, wieder in ihr schönes Gesicht zu sehen. Das waren die letzten Augenblicke seines Glücks. Als sich die Tür öffnete, kam der Liebhaber seiner Frau heraus. Der Mann war fassungslos. Beide verstanden nicht, was gerade passierte und begannen eine heftige Auseinandersetzung. Als der Streit zu eskalieren drohte, erschien seine Ehefrau. Sie hatte den Schock ihres Lebens, als sie ihren Mann sah, und er konnte nicht glauben, dass sie ihn betrogen hatte. Sie versuchte, sich zu entschuldigen, aber das nützte nichts. Sie hatte sein Herz gebrochen und sein Vertrauen missbraucht. Er warf die Blumen nach ihr und verschwand. Dieses Video zeigt sicher keinen Einzelfall. Das kommt häufiger vor. Wir haben es im Netz gefunden, wissen aber nicht, ob es echt ist. Was denkst du dazu? In der nächsten Geschichte erlebte ein Marinesoldat den Schock seines Lebens, nachdem er von einem Einsatz nach Hause zurückgekehrt war. Er wollte nach seinem Einsatz die Reaktion seiner Frau auf seine unerwartete Rückkehr filmen. Doch was er vorfand, veränderte sein Leben. Als er nach Hause kam, war alles wie immer, als er die Treppe hinaufstieg. Doch bei der Badezimmertür konnte er nicht glauben, wer ihm da in die Augen schaute. Es war ein Mann, den er noch nie gesehen hatte. Als dieser den Marine entdeckte, war er entsetzt. Seine Frau befand sich ebenfalls im Badezimmer und war nackt. Ihr Blick sagt mehr als 1000 Worte. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er jetzt nach Hause kommen würde. Verbittert fragte er: "Du betrügst mich?" Aber sie verneinte das Offensichtliche. Daraufhin wandte er sich wütend wieder dem Liebhaber seiner Frau zu. Er befahl ihm zu verschwinden. Er verfolgte ihn durch das Schlafzimmer, das Treppenhaus und zur Haustür. Er schrie den Fremden an, dass er froh sein könne, dass er nicht verprügelt worden sei. Ziemlich traurig. Es gibt keine Worte dafür, wie traurig dieser Mann gewesen sein muss. Ein anderer Soldat, ein Reddit-Nutzer, teilte eine ähnliche Geschichte. Was sich zwischen ihm und seiner Frau abgespielt hat, ist erschütternd. Dieser Soldat lernte die Liebe seines Lebens durch seinen Militärkameraden kennen. Am Anfang war sie alles, was er sich wünschte. Sie war süß, fürsorglich und anhänglich. Dies machte ihn glücklich und überzeugte ihn, dass er seine Seelenverwandte gefunden hatte. Aber sie litt nachts an Krampfanfällen. Sie nachts alleine zu Hause zu lassen, machte ihm Angst. Da sie noch nicht verheiratet waren, konnte er keine Versetzung beantragen. Um also bei ihr sein zu können, heiratete er sie. So war er nachts immer an ihrer Seite, wenn sie einen Anfall bekam. Und so war sie durch ihn auch krankenversichert.
Perfekt, oder? Nun, vielleicht nicht ganz. Die Liebe ist manchmal wie die Flamme einer Kerze. Zuerst erhält sie alles, dann schmilzt die Kerze und verbrennt dich. Die Beziehung des Paares entwickelte sich genau so. Sie hatte fadenscheinige Gründe, um immer aus dem Haus zu gehen. Freunde berichteten, dass sie sein Auto an fremden Orten parkte. Also wurde er misstrauisch. Doch gerade als er ihrer angeblichen Untreue nachgehen wollte, wurde er nach Korea versetzt. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zu verabschieden. Er hatte keine Wahl und musste ihr vertrauen. Diese Entscheidung sollte er bald bereuen. Er verbrachte ein Jahr in Korea. Danach wurde er nach Texas abkommandiert. Hier kam ein längst überfälliges Geheimnis ans Tageslicht. Durch die Familie seiner Frau erfuhr der Soldat, dass sie ihn mit 60 verschiedenen Männern betrog. Sie nahm diese sogar mit nach Hause in ihre Wohnung und bezahlte die Rechnungen. 2 Wochen danach geschah etwas Schreckliches. Sie rief ihn an, um ihm zu gestehen, dass sie ihn betrügt. Aber sie hatte sich nur geoutet, weil sie mit dem Kind eines anderen Mannes schwanger war. Menschen reagieren auf Betrug unterschiedlich. Der Soldat strebte deswegen die Scheidung an. Nach 3 Monaten beinahe täglicher Gerichtsverhandlungen entschied der Richter zu seinen Gunsten, da alle Beweise darauf hindeuteten, dass seine Frau untreu war. Das Gericht gab ihm das alleinige Nutzungsrecht für sein Auto und das Haus. Ein beantragtes Kontaktverbot wurde ebenfalls bewilligt, was dem Mann natürlich zugute kommt. Hoffentlich ändert das nicht seine Einstellung zur Liebe. Liebe tut nicht weh. Betrug und das Spiel mit den Gefühlen der Menschen schon. In der nächsten Geschichte geht der Offizier Daniel Herbkos einen interessanten Weg, um die Untreue seiner Freundin aufzudecken. Das wird dich begeistern. Nach seinem Einsatz ging Daniel ins Trainingslager. Doch während er weg war, verschwendete die Frau seiner Träume keine Zeit und betrog ihn. Ihre Untreue wäre unbemerkt geblieben, wenn ihm nicht jemand den Tipp gegeben hätte, dass sie sich mit anderen Männern trifft. Doch da er verreist war und sich nicht selbst ein Bild machen konnte, schmiedete er einen raffinierten Plan. Er richtete ein falsches Facebook-Profil ein und schrieb ihr eine Nachricht. Tief im Inneren hoffte er, dass die Anschuldigungen falsch waren und er keine Antwort erhalten würde. Doch sie antwortete, ohne lange zu zögern. Die beiden flirteten und sie willigte sogar in ein Videotelefonat ein. Sie ahnte nicht, dass sie gleich erwischt werden würde. Ein Freund hielt den herzzerreißenden Moment fest. Während die Kamera lief, rief er sie an und sie nahm ab. Aber als sie ihn sah und seine Stimme hörte, war sie so erschrocken, dass sie auflegte. Er rief noch einmal an, aber ohne Erfolg. Danach versuchte er, die Sache herunterzuspielen und sagte: "Egal, es gibt noch mehr Fische im Meer." Das muss trotzdem ziemlich wehgetan haben. Whatever. More fish in the sea. Genau wie Daniel hat auch eine Frau, Felicia Busotta einen Trick gefunden, um ihren Freund zu entlarven. Ein Sprichwort sagt: Vertrau immer deinem Bauchgefühl, denn es weiß, was dein Kopf nicht weiß. Genau das tat Felicia. Ihr Bauchgefühl führte sie zu einer bitteren Wahrheit. Sie vermutete, dass ihr Freund eine andere hatte. Jedoch unternahm sie nichts, bis sie die perfekte Gelegenheit hatte, Detektiv zu spielen. An diesem Tag erzählte ihr Freund, dass er mit seinen Jungs etwas essen gehen würde. Das kam ihr komisch vor und ihr Bauchgefühl sagte, dass er lügt. Also tat sie, was sie schon immer wollte: die Wahrheit herausfinden. Als Felicia sicher war, dass er das Restaurant erreicht hatte, rief sie eine Kellnerin dort an. Sie beschrieb, was er anhatte, damit das Mädchen ihn erkennen konnte. Felicia tat so, als würde sie eine Überraschungsparty für ihn organisieren. Sie fragte, ob er mit seinen Jungs oder seiner Schwester da sei. Die Kellnerin, die natürlich nichts ahnte, antwortete, er sei mit einem Mädchen dort. Das war's. Ihr Bauchgefühl hatte die ganze Zeit recht gehabt. Aber sie musste sicher gehen. Sie hatte ein bestimmtes blondes Mädchen mit ihm gesehen. Wenn sich also herausstellte, dass sie blond war, war der Rest ein Kinderspiel. Felicia machte sich auf das Schlimmste gefasst und fragte, ob es seine brünette Schwester oder eine Blondine sei. Die Kellnerin bestätigte, dass er mit einer Blondine zusammen war. Es wurde noch schlimmer, als sie am nächsten Tag auch noch eine Peitsche in seinem Bett fand.
das war nicht die Art und Weise, wie sie diesen schrecklichen Betrug herausfinden wollte. Felicia behielt das nicht für sich, sondern teilte ihre Erfahrung auf TikTok und das Video wurde über 4 Millionen Mal angesehen. Ich hoffe, dass sie eines Tages jemanden findet, der ihrer Liebe würdig ist. Was denkst du über das Fremdgehen?